Heute zeige ich euch ein kleines Get Ready With Me. Ich habe mich eben geschminkt und dachte euch, ich zeige euch mal ein paar Produkte, die ich im Moment ganz gerne benutze in der Anwendung. Ein paar davon kennt ihr auch schon aus meinem Favoritenvideo. Und dieses Mal, versprochen, werde ich auch in die Linse gucken, in die richtige und nicht vorbei. Ja, sagen, let's go! Im ersten Schritt habe ich gerade den Bobbi Brown Extra Bare Glow Moisturizer in meinem Gesicht verteilt. Ein bisschen werde ich noch nachverteilen. Ich finde den Geruch ein bisschen zu krass tatsächlich. Es riecht schon sehr parfümiert. Aber das Finish ist echt schön und bisher vertrage ich das Ganze auch ganz gut. So, jetzt benutze ich als Make-up-slash-Concealer von Typology den Concealer in der Farbe Type 2 Light. Den trage ich tatsächlich einfach so random im Gesicht auf. Und dann verblende ich das Ganze mit so einer Zoeva-Brush. Seitdem meine Haut wieder besser geworden ist, ich hatte ja wirklich das letzte Jahr über so richtig doll Akne und ja, die letzten zwei Jahre waren nicht so geil. Habe ich auch keine Lust mehr, so starkes Make-up zu benutzen. Jetzt benutze ich von Shiseido diesen Concealer hier. Den habe ich in der Farbe Light Claire 203. So eine blöde Unreinheit. Die kann man damit ganz gut abdecken und nochmal unter dem Auge. Und dann blende ich das Ganze nochmal in die Haut ein. Ich habe es ja schon in einem Favoritenvideo gesagt. Seht ihr das, wie schön man den verblenden kann? Es ist echt... Oh, ich liebe so Produkte, die gerade, wenn man jetzt nur 5 Minuten Zeit hat, hat das mein Go-To-Product, weil es einfach so, so einfach zu verblenden ist. Zum Aufhellen benutze ich jetzt noch den Concealer hier von Laura Mercier. Habe ich euch auch gezeigt im letzten Video. Ich nehme die Brightening Illuminating Seite. Trage das jetzt wirklich einfach so unter dem Auge auf, noch ein bisschen hier und dann nochmal schnell verblenden. Jetzt ganz neu teste ich das Puder hier von Charlotte Tilbury. Das ist das Airbrush Brightening Flawless Finish Face Micro Powder. Wow, was für ein Name. Und ist gar nicht pudrig oder so. Also das ist echt, wenn man das auch auf dem Pinsel einfach so aufträgt, da fliegt kein Puder durch die Luft oder so. Es ist echt so ganz, ganz fein. Und so far habe ich echt einen guten Eindruck davon, weil es halt wirklich sich gar nicht anfühlt, als hätte man Puder drauf, aber trotzdem das Make-up ganz gut fixiert. Jetzt zum Bronzer. Der fällt schon komplett auseinander. Das ist der Bronze Goddess Bronzer von Estée Lauder. Habe ich, glaube ich, auch schon so oft gezeigt. Also der Deckel ist schon kaputt. Der Bronzer geht jetzt auch dem Ende zu, aber ich finde den Bronzer-Ton so perfekt. Und gebe jetzt meinem Gesicht ein bisschen Kontur. Ich gehe jetzt auch mit dieser Oval Shadow Brush jetzt nochmal in den Bronzer rein und trage das einfach als, ja, so ein bisschen Lidschatten auf. Am Wimpernkranz oben benutze ich noch von Charlotte Tilbury diesen Eyeliner hier. Das ist so ein zweiteiliger mit so einer Nude-Seite und mit einer dunkelbraunen Seite. Die Nude-Seite benutze ich nie, aber die braune mag ich echt ganz gerne. Ganz bisschen am Wimpernkranz entlang, gar nicht viel. Als Blush bzw. Highlighter benutze ich diese Palette hier von NARS. Das ist die Orgasm on the Beach Cheek Palette. Die hat richtig schöne Töne. Ich benutze jetzt ein Mittelding aus den beiden Farben und als Highlighter den hier. Ich gehe noch mit dem Finger rein und trage das noch ins Augeninnere auf. Jetzt noch kurze Wimpernzange benutzen. Mascara habe ich heute keine Lust. Jetzt seht ihr den Before-After-Effekt. Also ich finde trotzdem, selbst mit Wimpernzange macht es einen krassen Unterschied. Meine Augenbrauen fülle ich vorne noch so ein ganz bisschen auf mit dem Augenbrauenstift von Origins, Fill in the Blanks. Nur ganz vorne so ein bisschen rein, gut ausbürsten. Zum Setten von meinen Augenbrauen benutze ich von Anastasia Beverly Hills den Brow Freeze. Der ist fast schon leer tatsächlich bei mir. Und dann gehe ich damit durch meine Augenbrauen und bürste die einfach schön hoch. Das ist wirklich das einzige Produkt, was bisher bei mir funktioniert. Und für die Lippen benutze ich erst diesen Lip Liner hier von Bare Minerals in der Farbe Blissful Blush. Habe ich euch auch in meinem Favoritenvideo gezeigt. Den trage ich echt einfach einmal über die komplette Lippe. Fühlt sich so krass pflegend an dafür, dass das ein Lip Liner ist. Und dann noch den gleichen Lip Liner in der Farbe Cherished Rose zum Umranden von meinen Lippen. Ich gehe aber gar nicht bis zu den Seiten, also eher nur so die Lippenmitte. Und dann verblende ich das Ganze mit dem Finger. Und that's it. Meine Haare habe ich jetzt noch nicht so wirklich gemacht, aber ich glaube, ich werde die auch heute, ich werde nicht so crazy gehen, die noch irgendwie krass stylen.
Und das wäre jetzt so ein klassischer Look für during the week. Tatsächlich, wenn ich den schminke, brauche ich so zwischen 5 bis 10 Minuten. Also es geht echt richtig schnell. Manchmal lasse ich dann ein paar Steps weg, mache vielleicht nur einen Bronzer drauf, bisschen Concealer, that's it. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bei weiteren Videoideen lasst mal einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!